Hallo liebe Minecraft-Freunde von Nord und Fern und willkommen in Folge Nummer 55 über Let's Play Minecraft 2019. Ja, wir sind zuletzt stehen geblieben. Sandmine, ja, würde ich sagen. Gut gemacht hier, alles soweit ausgehöhlt hier, haben wir ordentlich mitgenommen. Bäm, so sieht das Ganze aus. Zwei Schaufeln haben wir noch übrig, ist okay. Und ich würde sagen, wir halten uns gar nicht mehr lange auf. Wir gehen einfach mal so ein bisschen, zack, in das Boot hinein und ja, fahren hier ganz fröhlich, würde ich sagen, wieder zurück. Kompass haben wir da. Ich glaube, wir müssen aber eh in diese Richtung. Das hätte ich mir jetzt tatsächlich sogar merken können. Das heißt, wir mussten uns gar nicht so weit entfernen, was ich persönlich jetzt recht gut finde. Je schneller sind wir wieder zu Hause. Jetzt wäre natürlich die andere Frage, ja, wollen wir noch gleich Kies mitnehmen, wo wir doch schon hier sind? Da sage ich aber, nee, wir haben ja extra unsere Kiesmine angelegt und da holen wir uns beim nächsten Mal das Kies. Wie gesagt, jetzt möchte ich erstmal den Glastunnel weitgehend fertig bekommen und alles, was danach kommt, also sprich jetzt hier diese Geschichte mit den ja, mit dem Straßenbau, das werden wir dann machen, wie gesagt, wenn wir wieder aktiv dort dran arbeiten. Jetzt erstmal ist aktiv unser Glastunnel zu diesem anderen Biom hin. Und das ist jetzt erstmal wichtig. Und alles andere, ja, ist jetzt erstmal egal. So, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Perfekt. Guck mal, ich sehe auch schon die Eisberge, also so weit mussten wir uns gar nicht entfernen. Das heißt also auch, unsere Sandmine ist relativ nah an unserem Spawn. Finde ich ganz gut, also maximal 3 Chunks entfernt, vielleicht auch 4. Da lege ich mich jetzt nicht fest. Passt auf jeden Fall. So, mal kurz mal da schön lang navigieren. So. Ja, fröhlich, gefällt mir, finde ich gut. Finde ich gut. Unser Bötchen lassen wir jetzt gleich da vorne. Da wollte ich auch nochmal so einen kleinen Hafen oder sowas bauen, da wo wir die dann parken können. Dann müssen wir uns nicht jedes Mal ein neues craften. Ja, dann schmeißen wir das nämlich gleich auch in den Ofen rein und haben erstmal so ein bisschen zu tun. Und da könnten wir rein theoretisch schon mal, aber obwohl ist auch blöd, ne? Wenn wir da den Weg schon machen, dann sollten wir vielleicht erst das Glas setzen. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Prima. So, dann können wir hier tatsächlich absteigen. So. Zack. Perfekt. So, Kompass brauchen wir nicht mehr. So, was machen wir jetzt? Also, sofort rein damit, würde ich sagen. Sofort rein in den Ofen. Wir werden jetzt sofort den Ofen hier auch, ja. Ich bin fast am überlegen, ob wir es an der Monsterfalle machen, weil da haben wir einfach mehr Öfen zu stehen. Wir könnten uns auch welche craften, theoretisch, aber komm. Wir machen jetzt sofort da rein. Da sind auch nochmal drin. Gucke mal, das geht. Rein theoretisch überlege ich gerade, wenn wir ja ernsthaft ganz viele Öfen hinstellen, dann würde das wesentlich schneller gehen. Wir müssen überlegen hier. Oder können wir irgendwas anderes machen? Ja, wir könnten rein theoretisch tatsächlich sogar mit dem Lager anfangen. Das wollten wir ja auch indirekt machen. Warte mal, zeig mal her. Ich glaube, wie wollen wir das Lager bauen? Ich hätte ja fast gerne ein automatisches Lager, aber so konventionell ist vielleicht auch nicht schlecht. Schwierig, Lager bauen. Mal so 3, dann wäre da hinten... Was ist das hier? Fichte, ne? Was ist das? Schwarzeiche? Ich glaube, Schwarzeiche. Zeig mal her. Wo ist denn hier das hier? Ich gerade am überlegen, der Bilderrahmen, der war ja mit Wolle, ne? Und der normale Rahmen, der war, glaube ich, so. Kann das sein? Oder täusche ich mich da gerade? Wieso ist denn hier mein, da ist es. So, was wollte ich denn jetzt haben? Ich wollte einen Rahmen haben, ne? Rahmen! Was war das? Hallo? Was war das für ein Geräusch? Was bedeutet das? Tauchen hier Ungeheuer auf? Aliens, UFOs, Monster? Keine Ahnung. Unser Tor explodiert, unser Portal anscheinend nicht. Keine Ahnung, also manchmal gibt es hier richtig creepy Geräusche irgendwie, die sind richtig unheimlich. Und ja, keine Ahnung, was da los ist. So, wir sind aber trotzdem immer noch nicht da, wo ich hin wollte. Ich wollte einen weißer Banner, nee, den wollte ich gar nicht. Was will ich denn eigentlich? Ich will so ein, ja, wie heißt denn das hier? So ein Rahmen möchte ich gerne haben. Wie baut man nochmal einen Rahmen?
Ist das hier unter Deko? Ne, das sind Blöcke. Hier, da müsste sowas sein. So, was haben wir denn da Schönes? Da! Ne, Gemälde. Gemälde will ich nicht. Ich will einen Rahmen. Da. Baut man aus Stöckern und Leder. Haben wir. Nice. Wie viel haben wir davon? Nochmal. Wo ist das Ding? So. Oh, das ist ja mühselig hier. So. Was? Keine Stecker mehr? Oh, nö. Ach, komm. Ja, weil das würde ich ganz gerne beibehalten. Das heißt, wir werden jetzt hier mal irgendwie so einen Rahmen da ranwappen. Also machen wir das mal so. Zack. Und da werden wir jetzt mal so einen Cobblestone da reinpacken. Also, wo ist denn der? Hier. So, dann wissen wir dann auch, ah, alles klar, da ist Cobblestone drin. Sieht das gut aus? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht, ne? Hm. Unten hätten wir Erde. Das würde dann so aussehen. Wir können es ja mal testen. Huch. So. Hier. Machst du da mal einen Dirt rein? Wieso sieht denn das so scheiße aus? Irgendwie sieht es total scheiße aus. Ich weiß auch nicht warum. Das Lager gefällt mir hier nicht. Das ist irgendwie so, Ich will nicht, Ich will geil. Ich will, Was ist denn hier eigentlich dahinter? Was, wenn ich das hier wegnehmen würde, ob man da. Da ein Lager baut und das hier einfach so. Oh, weißt du was, das machen wir einfach. Komm, was frage ich euch überhaupt? Wir gehen jetzt einfach hier rein. So, da kennen wir gar nichts. Gib mir mal eine Schaufel. Ich hoffe mal nicht, dass dahinter Wasser ist. So. Gehen wir mal kurz da rein. Machen wir einen kleinen Durchgang hier. So, das sollte eigentlich auch schon reichen. Dann gehen wir auch gleich mal ein bisschen tiefer. Und zwar 1, 2. Okay, dann fangen wir hier an. So, gehen wir mal ein bisschen tiefer. Wie viel Deckenhöhe brauchen wir denn? Da über ist jetzt unsere Decke. Wir wollen, sagen wir mal 1, 2, 3. Wir wollen 4 Kisten. 4 Kisten. 1, 2, 3, 4. Geht nicht. Eine Etage tiefer müssen wir noch. Jetzt geht's. So. Das ist unsere Plattform. So. Und jetzt bauen wir hier ein Lager rein. Machen wir hier mal alles weg. Ganz viel Döns. Kann man das hier so wegnehmen? Ja. Das geht. Schön, fröhlich. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen zu tun, das ist klar. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass da oben schon wieder irgendwas anderes auf uns wartet. So, jetzt machen wir hier nämlich schön unser Lager reinbauen. Und zwar das Großlager. Das kommt dann hier, das ist dann ein Abwasch und in der Zeit können wir übrigens gleich immer wieder nachlegen. Das heißt, sollten jetzt hier unser Glas hier. Ah, guck mal, das ist jetzt fast fertig. Dann nehmen wir das schon mal mit, legen gleich wieder nach, ordentlich, so wie es sein soll. Und dann können wir in der Zeit, wo wir hier arbeiten, können wir dann gleich immer wieder schön in den Ofen nachbepowern. Wenn wir jetzt hier erstmal schön unsere Sachen hier reinpacken. So, Kohle gibt es halt erstmal frei Haus, das können wir so lassen, das ist in Ordnung. Jetzt machen wir jetzt mal einen schönen Raum hier fertig hier. Schön großen Raum für schön viele Kisten. Jedes Item bekommt eine Kiste. Naja, fast jedes. Ich hoffe nur, wir haben genug. Aber müssten wir eigentlich. So. Zack. Müssen wir schön nach hinten gehen noch. Was ist denn da schon wieder hier? Hier so ein Zeus hier. Was soll denn das schon wieder? Ne, da ist jetzt Sand, wa? Ja, hört sich nicht gut an, ey. Ich glaube, da ist schon wieder irgendwie ein Problem hier. Wenn da Sand ist, dann ist da ein Strand wahrscheinlich oder so. Das heißt, da müssen wir wieder aufpassen. Nicht, dass wir da wieder aus Versehen, ne, irgendwie Wasser hier reinlassen oder so. Ich sehe schon wieder hier, das ist überall alles so Strandmaterial. Wahrscheinlich sind wir hier direkt wieder irgendwo über dem Strand oder so. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, ich könnte wetten, weil hier auch schon wieder so viel Erde ist, dass jetzt da bestimmt auch irgendwas auf uns wartet. Wir gehen jetzt. Ja, das habe ich fast gedacht hier. Na toll. Na, ist ja fröhlich, ey.
scheiße. Aber wir können das uns auch zunutze machen, tatsächlich. Zeig mal. Dahinter ist... Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir ruppen den jetzt mal da raus. Dann machen wir da jetzt einfach mal einen Cobblestone hin. Einfach, weil es schöner aussieht. Und jetzt mache ich unser Glas. Da. So, somit haben wir hier so ein Lager mit so einer schönen Fläche, wo man da... Also vielleicht sieht das ganz gut aus. Wir machen jetzt einfach mal das so. Hier müsste dann der dann übrigens weg. Und dann können wir das jetzt auch sehen. Da haben wir eine schöne Glaswand. Der müsste dann auch weg. Und hier auch. So, müssen wir den wieder austauschen. Dann machen wir nämlich Cobblestone hin. Ist der Kabel? Ja. Ist jetzt eigentlich gar nicht geplant gewesen, aber ich habe sowas ähnliches, muss ich sagen, wieder fast vermutet. Dass hier, wenn ich das in der Erde gesehen habe und das war eigentlich schon klar. Na. Das da schon wieder. So. Na, guck mal einer an hier. Da mal, so können wir schon rausgucken. Ne? So, jetzt nehmen wir das hier auch noch weg. Dann sieht das vielleicht sogar ganz gut aus. Die Ecke da, die lassen wir, würde ich sagen, so. Ne? Das machen wir irgendwie aus einem anderen Material. Das heißt, wir bleiben nur bei den dreien hier. So, gleich Kabels rein. 1, 2, 3. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein hier. Mal gucken, was jetzt da gleich... Ah, da ist noch... Nein! Ich wollte dich doch lassen. Egal. So, dann nehme ich dich doch weg. Was haben wir da? Diorit. Okay, pass auf. So, dann machen wir hier kurz Diorit. Und zwar diese Dinger. Sieht ja auch ganz hübsch aus. Und die mache ich jetzt da in die Ecke rein. So. So. Ja? Kann man ein bisschen schön... absetzen. So. Da kommt uns noch nichts entgegen. Wie sieht's hier aus? Ja, da kommt was. Dies gibt's kostenlos. Okay. Mann, Mann, Mann hier. So. Du kommst doch weg. Das hier muss auch weg. Oh, ich die Scheibe kaputt machen. Zack. 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 Dass wir da auch eine schöne Sicht haben. So ein kleines Plateau, was war. Ups. Oh. Oh, da wird er ausgespuckt. So, das heißt, wir können jetzt hier zumachen. Okay, da können wir, glaube ich, auch schon zumachen. Jawohl. Und jetzt ist nur noch diese Seite da, aber das kriegen wir auch im Griff. Dann müssen wir nur jetzt das Kies wegnehmen. Bisschen Strömung jetzt. Oh Mann. Na. So. So. Okay. Jetzt geht's ja eh tief da nach unten, ne? Ganz schöne Strömung hier allerdings. Das muss man schon lassen, also. Das ist schon ordentlich. So, und jetzt kommt hier nochmal kurz Glas hin. Und dann sollte das eigentlich trocken sein. So, geschafft. Prima. Schön. Wie viel haben wir da? 5, ne? Ja, 5. Dann machen wir da jetzt auch nochmal hier sowas dahin, so Diorit. Und hier erstmal sofort eine Fackel hin. Schön. Nice. Oder, was ist das? Das ist ja hässlich. Da ist hier so Erde. Ich muss weg. So.
Gut, das gleiche möchte ich gerne auf dieser Seite haben. Haben wir noch Diorit? Haben wir. Viermal. Viermal reicht aus. Dann müssen wir das jetzt erstmal kurz austauschen. Das habe ich mir gedacht. Oh. Ja, und da kommt auch schon das Wasser hinein. Geht das eigentlich auch, wenn... Ach, das geht auch. Cool. So, und hier kommt jetzt Diorit hin. So. Ist das zu jetzt? Nee, ist nicht zu. Gut, dann machen wir da oben irgendwie Erde hin oder so. Erde. Oder mach ich so ein bisschen Cobblestone dahin. Ach, soll ich da? Dahin. So, jetzt ist das Wasser abgestellt. Mein Gott, Leute, das ist ja richtig kompliziert, sage ich schon wieder. So. Okay, jetzt haben wir da ein schönes Fenster, finde ich gut. Und da oben das, okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Dann müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, wie wir das da reparieren. Aber das will ich eigentlich gar nicht machen jetzt. Obwohl, wir müssen eh nach vorne, weil wir müssen wieder ein neues Glas produzieren. Das ist bestimmt schon wieder fast abgenuppelt hier. Ja, ist es. Da legen wir jetzt gleich mal nach. So, 64 sind drin, das ist gut. Und da unten gruselige Geräusche schon wieder. Kohle können wir da reinpacken. Und hier machen wir das Ganze erweitern. So, prima. Ja, packe ich erstmal, würde ich sagen, Glas und so und Sand. Machen wir erstmal da rein. Brauchen wir ja gerade nicht. So, dann haben wir da erstmal wieder Platz geschaffen. Der Rest kann da erstmal drin bleiben. So, wunderbar. Gut, achso, wir wollten das da oben austauschen. Jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. So, wir sind schon wieder eine ganze Folge, Leute. Hier sind wir dabei irgendwie. Jetzt ist das auch noch dunkel. Sind wir dabei, schon wieder hier Arbeiten zu machen. Ne? Schon wieder Vorbereitungsarbeiten. Wahnsinn. Also ich glaube, ich werde das Lager offscreen soweit fertig machen. Vielleicht im Schnelldurchlauf, weil da ist ja, wie gesagt, jetzt erstmal wieder so ein bisschen ausheben und so eine Sache, ne? Was jetzt so zu tun ist. Guck mal, da liegen unsere ganze Sachen hier, der ganze Zeus, die ist halt an die Oberfläche gespült worden, finde ich gut. So, von unten sieht man es gar nicht. Die Fische freuen sich schon, da ist irgendwie was Neues. Ne? Wo war denn das? Hier, guck mal. Das ist ja bescheuert hier. Das geht einfach weg. So. Hilfe, hat er mich erschrocken. Alter! Hat er mich erschrocken gerade? Oh, ey, ich krieg hier... Der hat mich richtig erschrocken. Der hat sich so angeschlichen, Leute. Oh Gott, ich habe das ganze Haus zusammengebrüllt, Leute. Ich habe das ganze Haus zusammengebrüllt. Scheiße. So. Oh. Aber dafür schlachten wir den jetzt, was? Oh. Wo ist denn der? Hä? Wo ist der? Da ist er. Okay. Was ist das da? Was ist denn das? Ach, das ist mein Boot. Ich dachte gerade, was ist das schon wieder für ein Monster, ey? Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Ich hab wirklich das ganze... Was ist nun schon wieder? Ich habe, ey, wirklich das ganze Haus gerade zusammengebrüllt. Das ist mir voll peinlich. Ich hoffe nicht, dass mich ein Nachbar gehört hat oder so. Da denke ich auch so, oh, schreit der denn da immer, ey. Ich schreie die ganze, die ganze Nachbarschaft zusammen. Scheiße. Gut, Leute. Ich würde sagen, die Folge ist eh zu Ende. Ich werde jetzt, wie gesagt, offscreen dann weitermachen. Ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen was im Voraus aufgenommen. Das ist sehr gut. Ich werde jetzt hier das gesamte Glas mal so durchnudeln. Natürlich hebe ich mir ein paar Sachen auf für unseren Straßenbau. Und hier werde ich jetzt alles ein bisschen schöner machen. Und ja, wir haben ja genug Material da. Und dann werde ich hier ein richtig fettes Lager aufbauen. Und ihr seht dann, wie gesagt, im Schnelldurchlauf, wie dieses Lager dann langsam entsteht. Aber das ist doch mal eine Zufallsidee, die ich verdammt gut finde, muss ich sagen. Ist durch Zufall entstanden jetzt. Und guck mal, wir können sogar auf unseren Glastunnel dann gucken. Also, das ist mal richtig nice. Finde ich mal richtig toll. Gut, Freunde. Bis dahin. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.